Bevor wir Mrs. Packardens Zimmer verlassen haben, ist Ash noch etwas aufgefallen. Hey Leute, schaut euch das mal an. Ich sag doch, mit dem Bild ist was nicht in Ordnung. Oder eigentlich hat er es ja gesagt. Hinter diesem Bild ist der Müllschlucker versteckt. Das ist komisch, dieses Haus hat doch gar keinen Müllschlucker. Kein Licht zu sehen, also führt er nicht nach draußen. Seht ihr vorsichtig? Was soll wohl heißen? Seid vorsichtig, Ash. Nee, sei vorsichtig. Ich frage mich, wo er hinführt. Das war so klar. Und dann noch mit dem Kopf voraus. Ash! Ash, alles in Ordnung? Ash! Oh nein. Oh Gott, nein, das darf nicht wahr sein. Bitte mach, dass es hier gut geht. Wir müssen herausfinden, wo das hier hinführt. Wie sollen wir... Was sollen wir... Ich muss da runter, anders geht's nicht. Alter, nein, denk mal nach. Was, wenn du auch runterfällst? Oder wenn du auf sie drauf fällst, wenn sie noch lebt? Das könnte sie umbringen. Okay, ja, du hast recht. Wir sollten nachdenken. Au. Ich weiß, wo das hinführt. Was? Wie? Vergiss es. Geh und hol Todd und wir sehen uns im Keller wieder. Was ist los? Sal, was hast du gesehen? Geht es Ashley gut? Alles wird gut. Komm, hilf mir. Okay. Dieses Apartment steht schon lange leer. Es ist im schlechten Zustand, aber Addison kann sich die Renovierung nicht leisten, so wie im 5. Stock. Ist es das, was du in deiner Vision gesehen hast, Sal? Nein, das funktioniert anders. Es ist mehr so etwas wie eine starke Intuition. Okay, du führst uns an. Larry und ich werden dich unterstützen, wo wir nur können. Abgeschlossen. Moment, einer von den Schlüsseln von den Packardens sieht aus wie ein alter Apartmentschlüssel. Versuch's mal. Stimmt, die hätte ich fast vergessen. Perfekt. Da drinnen ist nichts. Gib mir eine Minute, damit ich mich umsehen kann. Jetzt vergesse ich das Ding aber nicht. Jetzt gehe ich hier erstmal mit rum. Okay, es wird auch dunkel. Nicht der zweite. Ich bin nur so. Nee. Es hat so komisch geknackst gerade. Tja, das war's dann wohl mit Umsehen. Badezimmer. Auch nichts. Okay. Aber sprechen kann ich mit denen auch nicht. Hä? Ich war doch überall drin. Ach, Moment, Teppich? Der Teppich hat einen Riss. Sieht fast so aus, als ob... Leute, seht euch das mal an. Alter. Da muss ein geheimes Untergeschoss sein. Der war definitiv nicht in den Bauplänen, die ich gesehen habe. Vielleicht ist es ein alter Erdkeller. I had no idea this was here. Der dritte Schlüssel von Mrs. Packardon passt auf der Tür da unten, muss Ash sein. Das ist der einzige Ort, an dem dieser Schlund führen könnte. Da
Das erinnert mich jetzt irgendwie an den letzten Halloween-Film. Auf geht's! May our sight pierce the heavens and your reach be infinity and everlasting. Das sieht nicht gut aus. Unglaublich, diese Architektur lässt darauf schließen, dass das Gemäuer mehrere hundert Jahre alt ist. Mindestens. Hunderte, getränkt im Blut, Dämonenanbetung, das ist echt abgefahren. Alles ist von einer dicken Staubschicht bedeckt, was darauf hindeutet, dass dieser Raum nicht genutzt wird und es auch schon lange nicht mehr wurde. Wir können nur hoffen, dass die Grässlichkeiten, die an diesem Ort stattgefunden haben, nur noch der Vergangenheit angehören. Klar, naja, wir müssen irgendwie durch dieses Tor kommen. Offensichtlich gibt es hier keinen Mechanismus, mit dem man das große Tor bewegen kann. Vielleicht ist er direkt in die Wand angebaut. Es ist gut möglich, dass man den Apparat zum Öffnen nicht sehen. Wir sollten uns aufteilen, um den Raum besser untersuchen zu können. Ja gut, eins ist ja jetzt sehr auffällig, dass man das Pentagramm wahrscheinlich schieben kann irgendwie. Also drehen. Okay, man kann es wohl nicht drehen, aber es muss halt gedreht werden. Ein altes, in Leder gebundenes Buch mit dem Symbol eines Ziegenkopfes versehen. Es ist in einer mit mir wahrscheinlich fremden Sprache verfasst und die Seiten riechen nach verfaultem Fleisch. Wieso bekomme ich da ein Déjà-vu? Glühbirnen hätte ich hier nicht erwartet, die müssen später erst eingebaut worden sein. Allerdings, diese grüne Glühbirne ist besonders faszinierend. So eine habe ich noch nie gesehen. Wie schaltet man sie ein? Das ist mir ein Rätsel. Es gibt hier keine sichtbaren Schalter. Ich habe mich schon überall umgesehen. Okay, ich kann trotzdem nichts machen. Ah. Cool. Ich habe jetzt gedacht, es kommt ein Geist, der uns hilft, aber so ist auch gut. Faszinierend. Es sieht aus, als wären diese grünen Lampen Teil eines größeren Systems. Sobald sie eingeschaltet werden, wird die Energie in das darunter gelegene Stockwerk transferiert. Was der nicht alles gesehen hat, nur weil er die Glühbirne gesehen hat. Wenn wir davon ausgehen, ist es sehr wahrscheinlich, dass es dieselbe Art von Energie ist, die dann Super Gearboy aussendet. Deshalb konnten wir sie auch damit aktivieren. Was glaubst du, hat das zu bedeuten? Um ehrlich zu sein, bin ich mir da nicht ganz sicher. Mit einer derartigen Technologie habe ich es noch nie zu tun gehabt. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie für etwas Übernatürliches benutzt wurde. Vielleicht war es auch das, was den rotäugigen Dämon heraufbeschworen hat. Wie gut, dass es diesen Kult nicht mehr gibt. Ebenso den Dämonen. Sobald wir Ash gefunden haben, sollten wir trotzdem vorsichtshalber alles kurz und klein hacken. Um ehrlich zu sein, würde ich das hier gerne genauer unter die Lupe nehmen. Es könnte noch nützlich sein. Okay. Okay, hier fehlt... Moment. Hier ist eine Glühbirne. Nein, ich wollte nicht zumachen. Okay. Alter, diese kleinen Obelisken-Dinger sind gerade größer geworden. Heb es auf. Wie heb es auf, hä? Wahrscheinlich hätte ich jetzt an jeder Seite einmal drehen müssen oder so. Wir müssen jetzt einfach so lange ausprobieren, bis das jetzt passt. Also das kann ich ganz gerade machen. Das andere kann ich allerdings nicht ganz gerade machen, oder?
Also ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gedrückt habe, aber irgendwann hat es funktioniert. Oh. Okay. Ja, das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Alter! Willst du, dass ich einen Herzinfarkt bekomme? Ich habe mich fast zu Tode erschreckt. Entschuldige, ich habe es geschafft, das Tor für einen Moment zu öffnen, aber der blöde Schalter will nicht unten bleiben. Todd, könntest du auf dem hier stehen? Larry gehen Esch suchen? Was? Und du kannst dafür sorgen, dass wir nicht eingesperrt werden. Klar, mache ich. Bereit? Nein, aber Esch ist irgendwo da drin, also los. Passt auf, ihr beiden. Ich will nicht, dass noch mehr hier unten verloren gehen. Sieht so aus, als gäbe es zwei Wege. Wir teilen uns besser auf. Ich hatte befürchtet, dass du sowas sagen würdest. Spielen wir jetzt mit ihm? Wieso passieren diese Dinge ausgerechnet mir? Oh ja, cool. Okay. Verdammt, das ist wie in einem Labyrinth hier. Ja, das befürchte ich nämlich auch. Eins. Moment, da sind überall drei von diesen Spitzen dran. Der ist jetzt nach links gedreht. Jetzt kommen wir wieder raus, oder? Was? Ich höre was? Okay. Ist vielleicht doch einfacher, als ich dachte. Oder auch nicht, höre ich jetzt nichts. Okay. Okay. Ich denke mal, man braucht auf jeden Fall man braucht zwei Leute. Kann ich hier irgendwie wechseln oder so? Ziel finde Ash. Schade. Ich habe einen Stein, ich habe ein Feuerzeug und eine Schlüsselkarte. Ich muss rausfinden, wie man dieses blöde Ding aufbekommt. Ja. Das Problem ist, dass ich halt nicht... Ich kann ja nicht hier drüber springen oder so. Das heißt, ich habe immer nur die Möglichkeit, von einem zum anderen zu gehen. Okay. Also bei den meisten Rätseln habe ich keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ja, hoffen wir mal, dass es hier doch genauso ist. Das sieht gut aus. Jetzt eigentlich rechts rum sein. Oh ne. Okay.
Okay. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt im Kreis gelaufen, aber... Ich komme noch immer wieder hier aus. Ich versuche jetzt einfach mal das, wo die drauf zeigen. Ja, toll. Jetzt bin ich wieder am Eingang. Weil hier komme ich doch von links nach rechts immer ins Gleiche, oder nicht? Ich denke mal, ich muss jetzt wirklich die Türen entlang gehen, die kein Geräusch machen. Ich denke, das ist richtig. Ein altes Buch, die Vorderseite ist aus Holz, ein schwarzer Kreis aus einer anderen Art Holz ist darin eingelegt. Die dünnen grünen Seiten sind von Symbolen übersät. Ich kann mir keinen Raum darauf machen, aber... Raum? Die meinen wahrscheinlich Reim. Aber irgendwie hinterlässt es einen bitteren Geschmack in meinem Mund. Okay. Oh nein, nicht schon wieder. Ich habe doch keine Ahnung. Okay. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwann findet man es trotzdem. Hey, perfektes Timing. Ich glaube, wir müssen diese Hebel gleichzeitig ziehen, um das Tor zu heben. Wir müssen uns ständig im Kreis gedreht haben. Der Raum hinter diesem Tor muss der Mittelpunkt dieses Ortes sein. Das ist der letzte Raum. Ash muss dort hinten sein. Woher wollen die wissen, dass das der letzte Raum ist? Hä? Ich glaube, dieses komische sechseckige Ding, das wir bei Mrs. Pekkertons Tisch gefunden haben, ist so eine Art Schlüssel. Oh, die Aliens sind nah. Wow. Oh, shit. For we are the devourers of God. Ach du Scheiße. Noch ein Sockel, aber es befindet sich kein Buch drauf. Oder kann man da rum? Nee. Er muss doch irgendwo in so einen Haufen reingefallen sein, oder? Oder draufgefallen. Ash! Ash, alles in Ordnung? Ash! Ist sie... Sie atmet noch. Ich brauche Hilfe, um sie hochzuheben. Hä? Sie ist wach. Was ist denn hier los? Wo sind wir? Mann, du bist im blöden Müllschacht hinuntergefallen. Ich dachte schon, du wärst hinüber. Ich bin so froh, dass wir dich gefunden haben. Ist alles okay bei dir? Ja, ich glaube schon. Mir ist nur schwindelig. Und es tut alles weh, aber keine gebrochenen Knochen. Zumindest nicht meine. Ha, Mann, Ash, du glaubst gar nicht, was wir alles machen mussten, um dich zu finden. Aber das haben wir alles Sally zu verdanken. Er hatte so eine Vision.
Und dann hat er diese Tür im Keller entdeckt, die uns über dunkle Stufen zu diesem Tempel von diesem verrückten Kult geführt hat. Mit den Rätseln und Fallen, Irrwegen und Todd! Todd hält immer noch für uns das Tor offen. Wir sollten schleunigst zu ihm zurück. Wow, this is so much to take in. I can't believe of all this is right below the apartments. Danke, dass ihr auf der Suche nach mir gegangen seid. Ich wusste nicht, was ich ohne euch machen würde. Und was machen wir jetzt? Mrs. Packerton hat mehrere Menschen auf dem Gewissen. Und die Fleischwurst? Wir können das nicht ignorieren. Auf keinen Fall. Wenn ich daran denke, was ihr mir über das Innere des Tempels und Mrs. Packertons Apartment erzählt habt, halte ich es für möglich, dass sie auch in irgendwas Okkultes verwickelt ist. Auch wenn es die Gemeinschaft schon lange nicht mehr gibt, könnte sie die Tür entdeckt haben, genauso wie wir. Oder sie ist das letzte noch vorhandene Mitglied und versucht, die Ziele alleine zu erreichen. Du glaubst doch nicht etwa, dass sie den rotäugigen Daumen zu... Daumen. Aber Dämon ist auch nicht richtig. Dämon zurückholen will, oder? Hoffentlich nicht, aber wir werden uns darauf vorbereiten. Mann, wir müssen sie aufhalten. Am besten, bevor was passiert. Nee, ich sag da nichts dazu. Die Polizei zu informieren, halte ich für keine gute Idee. Vielleicht sollten wir uns an die Staatspolizei oder das FBI wenden. Und diesmal müssen uns unsere Eltern glauben. Sie werden uns helfen, sobald wir ihnen zeigen, was sich unter dem Haus befindet und was Mrs. Packerton getan hat. Ash hat recht, wir sollten unsere Eltern diesmal auch mit einbeziehen. Vielleicht sollten wir sie einfach töten. Was? Mrs. Packerton, vielleicht sollten wir sie einfach töten. Sie ist alt, also sollte es nicht allzu schwer sein. Wir können nicht einfach jemanden abmurksen, Larry. Dann wären wir doch nicht besser als sie. Normalerweise wäre ich dagegen, Leuten etwas anzutun. Aber diesmal stimme ich Larry zu. Todd, Larry, meint ihr das ernst? Denkt an all die seltsamen, unerklärlichen Ereignisse in Edisons Apartment und in Nockfell im Allgemeinen. Je mehr ich darüber nachdenke, desto unwahrscheinlicher scheint es mir, dass Mrs. Packerton alleine handelt. Sie muss Komplizen haben. Es würde erklären, weshalb die Polizei Charlies Fall und den Mord an der Holmes-Familie vertuscht hat und kein Ende der Korruption ist in Sicht. Gottverdammt. Ich denke, das macht Sinn. Sel, du hast so etwas Ähnliches heute schon mal gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns darum kümmern. Vielleicht. Du weißt schon, die größten Probleme, die normale Teenager haben, sind Kleinigkeiten wie populär sein oder eine nette Frisur zu haben. Nicht uns natürlich. Wir müssen die Welt retten. Und dann? Wir wollten erstmal darüber schlafen. Es war ohnehin schon fast morgen und wir waren mehr als fertig. Und die Lehrerin? Wofür habt ihr euch entschieden? Seid ihr zur Polizei gegangen? Mussten wir nicht. Wie sich herausstellte, kam Packerton in derselben Nacht in einen Autounfall ums Leben. Sie und der andere Fahrer waren sofort tot. Was für ein Zufall. Wenn Sie mir nicht glauben, lesen Sie es doch selbst nach. Es war auf der Titelseite am Anfang drauf, hochgeschätzte Lehrerin stirbt bei Unfall mit Alkoholinker. Was? Natürlich finden sich keine Details über die Leichen in ihrem Apartment oder die Tatsache, dass sie Fleisch von Toten an Schüler verfüttert hat. Das wurde vertuscht. Ich verstehe. Es ist mir egal, ob sie mir glauben, es ist die Wahrheit und sie haben mir versprochen, dass alles gesendet wird. Keine Sorge, Sel. Es wird alles ausgestrahlt. Ich halte, was ich verspreche. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute nur so darauf brennen, zu hören, was sie zu erzählen haben. Alle Augen sind nun auf sie gerichtet. Sie haben ihre Freundin Ashley sehr lobend erwähnt. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr euch sehr nahe standet? Sie war eine ihrer engsten Freunde, so wie Larry, Johnson und Todd Morris, nicht wahr? Ja. Haben Sie das gesehen? Der Mörder, Sally Face, heute steht er vor Gericht, löschte seine ganze Familie aus. Wenn man den Worten der Gerichtskibitze Glauben schenken kann, wird der Staatsanwalt Ashley Campbell in den Zeugenstand rufen, damit sie gegen den Mörder Sally Face aussagen kann.
Campbell ist eine langjährige Freundin von Sally Faes und sie dürfen sich während ihrer Highschool-Zeit sehr nahe gestanden sein. Was ist mit Todd? Sie haben mir versprochen, dass Sie mir von Todd erzählen. Ja, richtig, natürlich. Wir haben Morrison gestern gefilmt. Er hat das Krankenhaus nicht mehr verlassen, nach dem, was in jener Nacht geschehen ist. Er steht immer noch neben sich, ist teilnahmslos, spricht kein Wort. Leider konnten wir ihn nicht interviewen. Dafür haben wir mit dem behandelnden Arzt gesprochen. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, Sal, aber Morrisons Zustand hat sich nicht verbessert. Ganz im Gegenteil. Sein Zustand wird als irreversibel bezeichnet. Ich denke, das ist ein Krankenhaus, also ist er doch in einer Irrenanstalt. Er kann wahrscheinlich Wirklichkeit und Fantasie nicht mehr unterscheiden und möchte nur noch sterben. Wenn wir ihn nicht von seinen Leiden erlösen, wird er gewalttätig werden. Ich muss ihm helfen. Irgendwie muss ich ihm helfen. Weder seine Ärzte noch irgendwelche Spezialisten haben Todd helfen können. Was macht sie so sicher, dass sie es können? Weil ich die Wahrheit kenne. Ich weiß, was wirklich passiert ist. Ich weiß, was Todd fehlt.